Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Zu Visions of Martheil. So, wir gehen gleich rein. Es ist noch bei spielbereit. Ich hoffe, ich muss nicht noch mehr installieren, weil jetzt Nickerchen gemacht. Da habe ich gerade noch bei Steam geguckt, ob noch was Neues raus ist oder so, was mich jetzt mehr interessiert. Aber ob ich jetzt mit einem großen Rollenspiel anfange, deswegen hatte ich noch schon reingeguckt. Aber. Ich habe nichts gefunden, nichts auf die Schnelle, dass ich gesagt habe. Ich würde sie so bald anfangen. Warte, was? What? What? Hallo Nessie, was geht? Das aber. The Secret of Mana. The peoples of our world live their lives blessed by the powers of mana. To maintain that balance, alms are chosen to offer their souls to the mana tree. This is how we continue the cycle and ensure a future of prosperity. For millennia, we have lived and died this way. And so we shall forevermore, as each land continues its long tradition seeing the appointed alms off on their pilgrimage to the mana tree. War das Gnome? Ich sehe es jetzt nicht genau so aus, oder zumindest ich kenne einige wieder aus Griff Mana. Also ich habe es nicht verstanden, die müssen ihre Seele opfern, dem Baum gegenüber. Also in der Demo hat man das ja schon irgendwie so halbwegs mitgekriegt. Der Baum mit diesen, mit den rosenen Vögeln. So sah das Secret of Mana Intro auch ähnlich aus. Ich erinnere mich immer noch an den Baum und auf die rosenen Vögel. Visions of Mana. Ah, oh cool. Gibt's sonst links hier. Mir geht's sehr gut, Nessie. Ich war natürlich auch müde. Deswegen muss ich mal ein kleines Dings hier einlegen, ein kleines Schläfchen. Glaube ich noch da drin erst. So, Big Quality Performance. Das ist hier für mich. Und speichern, ja. So. Aber warum bist du denn müde, Nessie? Visions of Mana. Visions of Mana. Nandaska. Ja. Normal machen. Ja. Ja, schon. Ich bin ja kein Noob. Also, hoffentlich. Vielleicht. Ach ja, Beste Chefin der Welt. Die beste Chefin der Welt. Über Stock und über Steine breche ich ja dabei nicht die Meinung. Das ist Chef in der Welt. Oder so. Miko ga nige
出そうとしている。ダメよ。もうすぐ土の加護が失われようとしているのに。世界の断りに背いてしまったら、マナを授かれなくなってしまうわ。ライザー、大丈夫？怪我はない？Bist du nicht aus Dings? Aus, wie hieß ein anderer Teil davon? Oh, Moment. Warte. Ist das nicht... Mana Games. Alles auf Mana, ne? Ne, das ist nächstes auch nicht. Warte, das war. Wie war denn das? Das ist doch der. Ich habe das nicht lange gespielt. Mal gucken, wie das heißt. Nicht Schweiz, das war das Remake. Hatte ich aber nicht gespielt. Wie ist der? Lisa, warte, Mana. Lisa. Müsste mal gucken. Auf jeden Fall ist der Charakter, ich habe das nur ganz kurz angespielt, aber ich erkenne den Charakter wieder, bin ich der Meinung. Achso, nee, das war der andere, ne? Nee, stimmt. Vergiss es, der war aus der Demo. War dieser Dieb oder sowas. Wieder zu verwechseln mit einem anderen Typen. Der auch aus dem Mana-Spiel kommt. Weil das hier wäre der, ich glaube, den Dieb, den wir in der Demo gesehen haben, den Typen geklaut hat am Hafen. どこへ行くつもりだ？ライザを連れて行こうなんて考えてないよな。やべ、こっちはダメだ。反対の方向へ。いや、もう、glaube ich einfach nicht vorbei, also in umhauen, so ein Schwert. Also, oh nein, da steht einer im Weg. Ja, dann gehe ich lieber über die gefährliche Brücke. ライザを連れてどこへ行くつもりだ？魂の森人が来るのを待ってないとダメだよ。どうしても村を出て行くというのなら、力ずくでもお前たちを止めるしかない。どうしよう、オーリン。クソ、仕方ない。クソ、逃げ場がない。ライザ、ついてきてくれ。ドリア。クソ、どうだ。Das ist auch cool. Also gegen den einen, der im Weg steht. Nee, da dagegen können wir nicht kämpfen. Aber gegen die drei, die da kommen, die machen wir fertig. Das der hat also verhindert, dass die das Seele von ihr geopfert wird. Das ist Ryu's Dai-Sui-Sha. Ich bin nur aber was ist? Ne, hast du noch nicht erzählt? Oh nein, dass sie nicht krank werden.
Wochenende. Koitsu ni noboro. Yatte miru. Hat sie geschafft? Geschafft. Oh. Jetzt? Das ist immer schlecht, dass sie viel Tee trinken. Wie gesagt, es steht einer zwischen ihnen und dem Dorfausgang. Und sie laufen lieber die andere Richtung. Ich verstehe, ne? バカな真似はやめろ。二人に手荒なことはしたくないんだ。村から逃げ出すなんて嘘だって言ってくれ。バカなことなんかじゃない。慎重に行こう。やっと。どうだ。何もしそうやってきた。 Also wer dich opfert, der ist kein Freund. Also mal so festhalten. Orin! Raisa! Sonna koai kao shinai de kure. Miko de aru Raisa ga saru toyukoto wa, sunawachi, kono Giddomura no hametsu o imi suru. Miko ga mana no ki ni tamashi o sasage nakereba, mana o erarezu. 私たちは生きることができない。二人とも分かっているはずだ。分かってるさ。でも俺たち、いろんな苦労があって、やっと一緒になれたんだ。あんただって。レベル上げるんですよ。ランもちろんさ、違う村の者同士の結婚は何かと問題が起きやすい。そもそも。 村になじめるのかという心配もあった。だが、徐々に村人たちに受け入れられ、幸せそうに過ごしている二人を見て、私自身とても嬉しかった。ライザーを失いたくないのは私も同じだ。だったらオーリン、やっぱやめよう。私、ミコの役目を果たさないと。嫌だ。 俺たちはどこまでも逃げるんだ。逃げて逃げて逃げまくって、ミコが魂を捧げなくてもいい未来を手に入れるんだ。オーリン、ライザも言っているじゃないか。さあ、オーリン、戻ろう。やだ、こっちに来るな。 私はお前の味方だ。心配するな。ほら、戻ってこい。 Nee, er ist besessen. Er ist besessen. Ich würde sagen, eine sehr instabile Brücke ist das bei einer. Ah. Wer sind alle anderen bei dir bei der Arbeit? Oder ist das eine gute Frau? Hat sie ein bisschen gecarried.
まずは闇の書殿ロロバッゾへ向かおう。いっぱい書物があるって話だ。何か手が見つかるはずさ。Okay, das heißt, er versucht gegen das Schicksal anzukämpfen. Oh oh. かつて魂の守り人だったライザならわかるはずだ。ミコの役目を。オーリン、な、戻ろうよ。アロイ。お前たちを行かせるわけにはいかないんだ。えっ？みんな、お願いだ。分かってくれ。ダメだ。ミコを連れ去られたら、村の俺たちは。Egal。頼むよ。考え直そうよ。なあ。Ich bin bereit, euch alle zu opfern. Oh, kann ich zurück? Hä? Ich hab meine Arbeit schon gemacht, was mit dir? Ich hab schon mein Kram erledigt. Hä? Hey, Mina, du bist da! Ah, von wegen. Ein Arbeitstier. Ich bin der da. Vater, ihr! Bravo, Nashi! Der da? So. Oh Gott, jetzt weggehauen. Er hat die Stimme. Moment, er hat die Stimme von Bakuhu? Was ist denn los? Voice Actor? Gerade das eine Dings. Eine Satz. Japanisch? Oh oh. Leza! Gotcha. Okay. Laseraugen. Warte mal, ich kann das gerade nicht. Den Gegner besiegen. Okay, das war jetzt ja nicht so schwierig, also ich guck dir mal.
Ja, viel Spaß. Eine entspannte Schicht. Da soll ich mal gucken. Also, wer spricht hier? Von Asa ist der da. Ja, ich wusste, es ist von Bakugo von Dings hier, von Hero Academia. Der eine Satz auf jeden Fall. Hat man die Stimme rausgehört. Guck mal, vom Hauptcharakter. Jetzt nicht so bekannt. Oh nein. Deku! Oh. Oh. Ja, wollte ich gerade sagen, ein bisschen vergesslich ist gut. Okay, der Katzen, also der Katzentyp. Der die Stimme von Gargajel, glaube ich, richtig ausgesprochen ist. Von Dings zum Beispiel von Fairy Tail. Den kennst du ja, Nessie, ne? Fairy Tail hast du auch geguckt, richtig? So, der Dings hier, Gargajel, der andere Drachentyp mit den Piercings. Und die japanische Stimme von dem. Hildi und hier die Karibia später. Wie heißt sie? Achso, Palamena. Später wohl freischaltet. Eichhörnchen Schwanz, oder ich hab keine Ahnung. Und die hat die Stimme zum Beispiel von der Shangri-La Frontier, kenne ich sie. Tower of God. Fire Emblem Engage, Ivy. Ich mit dem Team hatte. Aber sie hat auch die Stimme von Hildi. Von Juden Chronicles. Das finde ich immer cool, wenn ihr irgendwelche bekannten Synchronsprecher nehmen, die man wiedererkennen könnte. Eine schöne Auflistung. Jetzt Paradise hat die andere gesprochen, den weiblichen Protagonisten. Hinomura, Tiana. Watashitachi no kurashi wa totemo odayaka de. Tokidoki Hinoyama no kigen ga waruku naru kedomo. Hino megumi o sazukari nagara oya kara koe, ko kara mago e to 暮らしを受け継いできた。今日はその暮らしを受け継ぐために大切なフェアリーがやってくる日。みんなでフェアリーを迎える日。Sie hat die Stimme von 2B oder von Yang Yang von Wuthering Waves oder vom weiblichen Hauptcharakter. Also die und das Mädchen hier. Ja, der ist eher unbekannt. Baru,
しっかりやれよ。うん、もちろん。大座姉みたいに立派にお役目を果たしてみせるよ。Ach, und die Freundin von dem Typen, also die da, diese Liza, die hat die Stimme von Ares in Final Fantasy zum Beispiel. Liza-ka. Aiz wa Miko wo okuri todoketa ato, tsuchi no mura ni koshi wo ochitsukete, sono mama modotte konakatta.土の巫女が出せず、ギッドが滅んでもう4年になるか。ライザもどこかに逃げ延びてりゃいいんだが。お前は必ず帰ってこいよ。大好きなひなちゃんがいるんだから、なおさらな。わかってるって。バール、そろそろフェアリーがやってくる頃よ。ひなちゃんのところへ行かなくていいの？ひなちゃん。急がないと。なんですよ、トリンクフィンフェフィーティーな。ティーティーティーティーティー。あのみんなも張り切ってるな。So, wie gesagt, Demo mochte ich ganz gerne bei dem Spiel auf jeden Fall. Ja, komm, dann gib mir das andere Schwert. Dark. SET. Möge der Tee mit dir sein.Was wie der Händler, der so komisch tanzt. Liebe es hier. Ich liebe diese kleinen Referenzen, ne? Wenn man früher das Spiel gespielt hat. Mit den Tanzen und Hongs. Weiß immer nicht, warum sie tanzen, aber hey. Wer bin ich, das zu beurteilen?Einfach so einsammeln. Also, wie war denn gestern Arbeit? Heute war anstrengend. Die ganzen Menschen wieder Geld. Jetzt immer noch die Kisten an, ne? Warum kann er eigentlich nicht normal springen? Warum muss er so ein...Ach, jetzt kann er mal laufen. Yes!Ja, bei uns sind die gestern auch ziemlich durchgedreht. Muss man zu sagen, okay, man sieht die unten auf der Karte sind diese Punkte, ja.Oh Gott! Das Spiel crasht, ey, fast. Gut, ey. Ich will die ersten paar Bugs hier rausholen. Wenn irgendwo komisch lang läuft. Ja, das ist ein bisschen. Ah, looten. Nur die guten.Rüber. Ach, da ist noch was.
Hallo, ich bin nur zum Looten hier. Ein Rätselkeks, Nessie, Rätselkeks. Nur noch mehr. Ja, habe ich gelesen, Nika. Das fand ich sehr, sehr interessant. Dass die zwei Tage nach Veröffentlichung, dass das sehr, sehr viele gefeuert werden und vermutlich das komplette Studio direkt geschlossen. Echt schade sowas, aber das halt, ne? Es ist ja hier Europa, Amerika auch schon passiert, aber es ist natürlich China, ist das wohl relativ, ja. Kommt vor. Da muss ich echt sagen, hier scheint ja echt gut zu sein. Hier umso schlimmer. Bin nicht davon aus, dass da der gut lief, dass der letzte Teil sein wird. Also ich hab ehrlich gesagt, ich hab mir gestern gar nichts angeschaut. Also ich kam nach Hause, hab gegessen. Dann habe ich mich hingesetzt, habe Richtung Fernseher geguckt und bin schon so halb weggenickt. Und dann gucke ich zur Kleinen rüber, weil meine Freundin ist mit dem Großen ins Kino gegangen. Zur Kleinen rüber, die ist auch schon halb am Wegnicken. Nicht so, Also so ist wahrscheinlich auch einfach mit Schlafen. Und dann habe ich bis halb kurz Viertel nach sechs. Halb sieben geschlafen. Und dann dann war die Kleine natürlich so ein bisschen so, oh, wo ist Mama? Und dann habe ich schon zu meiner Freundin gesagt, ja, ich gehe nachher mal mit ihr irgendwie hier in Einkaufszentrum und hole noch irgendwas zu essen oder sowas für uns beide, dass sie sich irgendwie freut, dass sie rauskommt. Und dann haben wir Pizza Party gemacht. Haben wir einfach uns eine Pizza da von so einem Stand geholt. Also zwei Pizzen, um genau zu sein. Zwei kleine. Haben dann gegessen. Und dann kam meine Freundin kurz danach nach Hause. Und dann war es schon kurz vor 8. Dann habe ich mit Liam quasi noch Ship of Foods gespielt bis 10. Dann habe ich schlafen gegangen. Ich wollte eigentlich am RPG noch gestern, also an meinem Spiel noch weiter arbeiten, aber keine Chance. Meistvögel haut den Leuten mal wieder ein Ohr ab. Voll frech. So, also ich habe dran gedacht, dass ich tatsächlich, aber ich hab keinen. Dann habe ich mich um 10 Uhr irgendwie hingelegt und kurz auf 10 und dann war die Nacht so. Weil ich dann ja mit dem Großen immer hier im Wohnzimmer schlafe. Wir noch kurz was gucken und so weiter. Aber der hat sich so viel gedreht und bewegt und so auf der anderen Seite. Ich kaum gepennt. Ich bin sehr auf wach gewesen. Ja, und deswegen war ich vorhin auch so müde noch. Warte mal, ob ich wach geworden dachte so, oh Gott. Oh, dude. Kommt die kleine Fairy Berry. Ja, auf jeden Fall hat Nika recht. Das Studio wird, also quasi, es werden sehr viele Leute gefeuert aus dem Studio und vermutlich wird das ganze Studio geschlossen. Also vermutlich werden sich die besten Entwickler rausnehmen, die woanders einsetzen. Aber der Rest.
Oh. Jetzt kommt die Fairy und sagt, ah, Hina. Du darfst gerne sterben gehen. Fairy, ist ja wie eine Sekte, ne? Hey, lass mich geweihter werden. Lass mich geweihter werden. Ich sterbe gerne für euch alle. Das ist ein Kanimani? Oh oh. Oh oh. Du darfst dich opfern. Atatakaki kokoro no mochinushi, Hina. Megami to seirei no nano moto. Nanji o hi no miko ni ninzu. Bitte die Fee. Warum freuen die sich denn? Die stirbt doch. Also es ist schon ein bisschen weird. Also, weiß ich nicht. Da finde ich den Ansatz von dem anderen, den wir vorhin gesehen haben, besser, als er versucht zu retten. Er sagt, haha, cool, Hina. Guck mal, mein Job ist eigentlich, die Geweihte zu beschützen, aber ich lebe danach weiter. Aber hey, ich bringe ihn einfach um. Leiden das sie. Mögen die Winde dich leiden. ししょ、何かあったの？手伝えることがあったら言ってよ。村に魔物が迷い込んでしまったのだ。村外れの森まで追い込んだが、どうにも素晴らしっこいやつだ。いやー、勝ちしっべき。それなら僕が追い払ってくるよ。おお、旅に出る前だというのにすまんな。これまでの修行で身につけた技をしっかり駆使するのだぞ。うん。村外れの森には近づかないよ。 Müssen wir unbedingt wieder neue Klamotten anziehen, das sieht ganz schlimm aus. Ja, Feuerball. Hallo, Hina! Ein Pogo-Puschel! Hina! Du bist hier! Baru? Shisho, ich bin hier, ich bin hier. Hina, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Pogo-Puschel! Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin まだまだこんなもんじゃないけどね。でも、ヒナに怪我がないのが大事だ。まあ、何で言うのポゴポシュストレスかな。迷った時は自分の直感を信じろ。迷いは一瞬の隙に。それは命取りになることも。あ、そう、フルーツグロフマナヘルタディダイプだったのか。修行を始めたばかりの頃はいつも迷ってたからな。できることが増えるとその分いろいろ考えちゃって。 でもヒナのところに間に合ったのも師匠に来れまでいっぱいおこられたおかげかな。バルって素直だよね。お師匠様に言われたことだってそうだし、いい意味で何でも受け入れようとするっていうか。素直かな。でもあんまり人を疑わないからそうなのかも。私は村の人みたいに
いい人たちに恵まれたからだね。うん、絶対にそうだと思う。これからもよろしくね、ヒナ。もう、バルらしいな。師匠、森にいた魔物は追い払ったよ。バルが来ただけで魔物が逃げちゃったんです。気迫がすごかったのかな。うんうん、森人としてのやる気がみなぎっておるようだ。出立前に一仕事させてすまなかったな。さて、いよいよ旅立ちとなるわけだが、支度はきちんと整えておくのが賢明だぞ。わしが初めて森人として旅立った時、ぷいぷい草を切らして村にすぐ戻ったことを子供たちにからかわれ、それから。それじゃあ私は広場で待ってるね。準備ができたら声をかけてね。Kein Bock mehr, was du weiter redest. Ja, rede mal weiter. Ich warte schon mal vorne. Ja, es liegt ja wahrscheinlich wieder an Dings hier. An der FPS. Aber das Problem haben ja Dings auch. Also, da gibt es ja auch ganz viele Probleme mit der Xbox Series X? Nee, S. いらっしゃい! いい商品! またのお越しを! Ich muss was... Nee, muss ich nicht. Ich hoffe einfach bald auf die Ankündigung von der Switch 2. Vielleicht vorbestellt. Dass die vielleicht dann endlich mal... Oh Mann, ich wollte noch umdrehen. Ja. Dass die dann endlich mal ein bisschen Hardware unterm Arsch hat. バル、魂の森人として各地の巫女をお迎えに上がり、マナの木まで送り届けることを命ずる。巫女の方々が無事にお役目を果たせるかはあなたにかかっています。ich gehe mal davon aus, dass sie versuchen werden, sehr sehr viele Sachen auf die Switch 2 zu haben. 火の巫女として魂をマナの木に捧げよ。はい。フェアリーはあなたを選びました。それはすなわち火の大精霊に認められたということ。マナの循環がなされなければ災いが起こると言われています。世界を存続させるものとして気を引き締めるように。光栄です。お役目ちゃんと果たしてきます。マナの木までは長い旅になる。道中気をつけなさい。行ってきます。Wir brennen den Mana-Baum wieder. ニコとして旅に出る。ニコというのはその魂をマナの木へ捧げる者のことを言う。ニコの魂がマナを循環させ。私たちの暮らしに恵みを与える。もしも巫女の魂がマナの木に捧げられなかったら、その地に災いが訪れ人々の生活が失われてしまう。とても大切な役目を授かり、私はとても嬉しい。Also muss ich überlegen, ne? Eine Freundin haben, mit der man alles Schöne machen kann, oder die Welt retten. Schwierig. Also...まさかヒナがミコに選ばれるなんて驚いたよ。嬉しかったでしょ。まあ、ヒナが一緒だと気が楽でいいかな。Muss einfach Prioritäten setzen. Da kann man immer noch dem Geist die Schuld geben, dass er falsch ausgewählt hat.この街道を行くと風の谷ロングレンがあるの。それくらい知ってるって。私は一度だけお父さんに連れられて行ったことがあるんだけど、バルは行ったことあったっけ？うんうん、僕が知ってるのはティアナ村とこの辺りだけだ。でも地図を見て勉強した。魂の森人になるために。ありがとう、頼りにしてるね。
マナの木に着くまで絶対にヒナを守るから、もし魔物が出たらすぐに隠れるんだよ。村で一番剣の得意なバルだもん、何も心配してないよ。はっ、おっとっと、今日も火山が元気だね。うん、火山の音を聞くとなんだか安心する。Ich weiß nicht, ob ich das beruhigen würde da. Ich wäre eher ein bisschen besorgt. Hina war da, als Longren war. Wie war der Ort? Der Wind ist ein bisschen angenehm. Tiana's Meer ist mit dem Wind von Tiana ein bisschen anders. So ist es. Ich bin jetzt schon sehr aufgeregt.Oh, oh, ist ein Pogo-Bursche. Ne, ist ein Mümmler. Stimmt, Pogo-Bursche sind ja. Das ist ein mehrfach Mümmler. Dame, das ist ja. Hina war kakret in Aito. Demo, ja, Pari. Baruga, Kegastara, ja, da, na, te. Kaifkunara, makasete. Idastara, Kikanai, Mona. Soja, Kogekina, Taranai, Tokoroni, Rundayo. Tekagen, Muyo, da, ja. Ah, gut.あと1点、いい感じ。せい、ここどんどん行くよ。よし、倒した。ヒナは怪我してない？私は大丈夫。それより、さっきのラビ。うん、石ころになっちゃったよ。いつもこうなるわけじゃないけど。なんだろう。まず、ぜん、も、さっきのラビ、石に変わっちゃったけど、この石、不思議な色でとても綺麗だね。そうだね。もしかしたらこの旅で使い道とかわかるかな。あれ、石は、あれ、あそこだな。石はもちろんでもいいかもね。よし。Das ist Level 2 Mümmler. Achso, so. Okay. Dann kann ich nicht die Dings besser ausrichten. Moral, ja.Oder springen wir? Ja, also coole Saltos, ey. Ein Pen-Salto. Das gewesen sein, okay. Ich will noch kurz mit dem Kader angucken. Am Strand komme ich sowieso, das heißt, ich kann hier auch einfach belangen. Ja. Ein kleiner Glücksfalte.Also, dem ich erfahren, wie hast du dich gefühlt, nachdem ich nachdem du erfahren hast, dass ich mich opfern muss? Ich habe so eine schöne Tabi nicht. Ich habe nicht gedacht, dass ich mich
ずっとティアナで波の音を聞いたり元気なサザンや村のみんなと一緒に過ごすと思ってたからだからね見慣れた街道の景色もとてもワクワクしちゃうな。わかるな。でも僕は浮かれずにちゃんとヒナを守るよ。 Am Strand entlang. Was war das hier? Eine Grabschkrabbe, eine Grabschkrabbe! Ich will nur grabschen! Hast du das? Also. Ah, das Feuerelement, das ist so schlecht. Ne? So, Grabschkrabbe wird gleich wieder mitgemacht. Nein, sind Bubble. Ja, wofür sind die Seelenkristalle? Also warum sind das, wenn die Kreaturen sich verwandeln? Ich gehe davon aus, wenn ich die bestimmten Segen habe oder. War das 25 praktisch. Aber ich kann mal Dings hier mal ausrüsten. Wir gehen jetzt nochmal in die Schelf. Achso, da. Jetzt, Kette ansehen, auswählen. Warte, wie krieg ich das? So, da. Okay. Was ist denn da? Schnellleiste. Also ich brauche wahrscheinlich ein Wassersegen, um die, um irgendwas hier freizuschalten. Eine extra Truhe oder sowas. Ein Gegenstand. Aber da ich noch keinen Segen habe. Ich will erstmal weiter. Da schön am Strand entlang. Material für Fähigkeitssamen verwenden. Okay, das heißt, müssen die Frage ist, ob ich immer nur eine sammeln kann oder mehrere. Aber es macht anscheinend den Sinn, alle Gegner den zu sammeln. Hier ist wieder irgendwas für. Grabschkrabbe und Mümmler und Mümmler. Nein. Da müssen wir jetzt in.
Karte sagt, wir können hinten noch weiter. Das heißt, man kann später noch die Karte noch mal ablaufen, ne? Später im Spielverlauf. Oh, was ist das? Erhöht die maximale TP um 10%. Nehmen wir noch einen Permanent Upgrade an. Erste Karte mal abgerast, so weit, glaube ich. Wird gerobbt! Oh, das ist ein kleines Goldkopf. Goldkopf. Wow, 30 Gold. Oh, ne, ich bin noch länger nicht fertig. Okay. Guck mal, ein Nikotale. しっかり気をつけないとね。 Okay, das heißt, da kommt später wahrscheinlich irgendwann rein. Ja, man kann hier wohl mehrfach abgehen. Sachen man hat sich irgendwo reinschieten. Wieder raus, oder? Ich geh einfach rein. Aber wieso da nicht hin? Wow. Wenn man mich schon reinlässt, also. Ob ich irgendwelche krassen Gegner finden? Okay, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das gewollt ist. Aber. Level 51? Soll ich den Level 51 Gegner töten? Okay, hier mal die Truhe, hier ist irgendwo was. Okay, also definitiv soll ich hier nicht sein, aber ich bin hier. Mache ich mir diese Information. Aber es sind so viele, wenn ich nur einen töten könnte irgendwie. Kobolde. Hä? Wow.
Wow, interessant. Ich dachte schon, ich habe jetzt hier voll das Geheimnis gefunden. Habe ich gar nicht. Kannst einfach reinlaufen. Lame. Ich hatte jetzt hier mega voll Wallrun und Geheimnis entdeckt und keine Ahnung, aber mega. Ja, einfach so reinlaufen. Kann er nicht mitreden. Kann ich von einer erhöhten Position irgendwo hinstellen, kann auf die schießen, sodass die mich nicht erwischen, aber ich schon. Fahr nicht ran. Hier wäre die eigentliche Ruine. Da kommen wir noch nicht rein. Ich gehe vor speichern, bevor ich jetzt irgendwelche Action mache. Der mich gleich umbringt. Schon Bock, ne? Jetzt hier schon mal Bock zu grinden die ganze Zeit, hier Level 2 Gegner zu behalten. Bis ich stark genug bin, Level 51 zu kriegen. Ich speichere vor. Oh, was bist du denn? Himmler? Ich speichere mal, geh mal. Ob ich irgendwann irgendwie eine Chance hätte, ein paar Leveln Gegner platt zu machen. Ja. Cool. Wir sind nur Level 51 an dem machen. Den Schwierigkeitsgrad eigentlich ändern in dieser Zeit? Ich guck mir das mal an. Ganz leicht. Ja, also ich gehe davon aus, dass mich one-hitten werden, aber oh, vielleicht mal gucken. Vielleicht nicht, ja. Immer ein Schaden, das ist schon mal gut. Ich könnte ja gar nichts, ne? Ich bräuchte das nur zwei Tage, bis ich fertig bin hier. Ja, vermutlich. Schaden. Schade, sterben. Nando, das ist ja, ich glaube. Das macht keinen Spaß.
Okay. Okay, ja, jetzt können wir auf normal stellen. Das heißt, erstmal ein bisschen Level. Da muss mehr als zwei, ein, zwei Leben gehen. Schade, aber es ist cool. Es ist cool, dass man es machen kann. Es ist cool, dass man nicht null Schaden macht. Technisch gesehen, dass sich halt nicht treffen lassen. Aber gerade eine halbe Stunde erstmal kämpfen. Und nur einer von Legs hat die Frage, wie viel XP du kriegst für so eine Gruppe. Aber das ist was ich eher. Sowas würde ich immer privat machen dann nebenbei. Und dann ist das schon hochgrinden. Und dann mal gucken, ob ich die wegkriege. だいぶ離れたな。最近ちょっと噴火が多くない？そうだね。村長が言ってた災いって、火は噴火し大地を焼きだっけ。私が巫女の役目を果たせばきっと火山も落ち着くはず。ああ、レディオスの前に。ここは噴石が飛んでくるかもしれないぞ。岩陰に隠れた方がいい。 こっち来い。おっとっと。俺はオーリン。この辺りの地質を調べに来たんだけど。え、バックゴース。え、ストマ。え、ストマ。お前たち、なんでそんなに落ち着いていられんの？うん。だってね。僕たちには 噴火は毎日のことだから。オーリンはここら辺に初めて来たの？もちろんそうだよ。だからびっくりだ。わざわざ調べに来るなんて、ここの土って何か変わってるの？ああ、火山がある成果な。俺の故郷の土とは違う粘り気のある土だ。それで二人はこんなところで何をしてるんだ？私、火の巫女なんです。 巫女か。じゃあ、お前さんは魂の守り人かい？腕っぷしはどれくらいなんだ？バルはこう見えて村で一番の剣の腕なんですよ。こう見えては余計だけどな。褒めてるんだから気にしない。仲がいいんだな。でもいいのか？マナの木へ行ったらお別れだぜ。いいのかなんて。 変なこと聞くんだね。巫女は魂を捧げて、マナの循環を守る。みんなの生活を守る、何にも変え難いお役目だ。そして僕は、魂の守人として、巫女をマナの木に送り届けられることを誇りに思っているよ。そうか。あんたたちはこの世界が好きなんだな。いや、もちろん、精霊もいて、大切な人たちが住んでいる世界だからね。 オーリンさんはそうじゃないの？俺か？どうなんだろうな。でもあんたたちに会えてよかった。それにしても、おっかねえ火山だな。今日はここで一晩野宿した方が良くないか？そうだね。噴石も多いし、そうしようか。うん。うひ。 どんどん激しくなるな。火山なんてなくなっちまえばいいのに。突破火山の噴火はよその人にとっては脅威かもしれないけれど、私たち火の民は生まれた時からずっと噴火と一緒に暮らしてきたから、呼吸と同じようなものだから、亡くなるなんて考えたこともなかった。 あれ？オーリンは？いないな。もう出発しちゃったのかも。ん？マル、これ見て。
Ein Bonbon. ありがたくもらっておこう。またどこかで会えるといいな。オーリンさんってガイア族かな。え？じゃあもしかしたらライザネーのこと知ってたのかも。でも旅の人みたいだったし、土の村の人じゃないかも。ライザネー、この旅で会えるといいな。Und die Leiser kam ja aus dem Dorf hier. Das ist natürlich schade. Da Ocean Last Hope. Oh, jetzt war das. Kennst du noch PlayStation? Das Last Hope war das, das noch davor. Ja, PlayStation 3. Ja, 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 Xbox 360, PlayStation 3, ja. どこかでまた会えそうだね。またクマミツを見つけたら渡してみようね。クマ、ヒナ、アナグマさんっぽく聞こえた？もうちょっとかも。意外と厳しいな。あ、そうね。はっ、クマミツ。はっ、クマミツ。Kuma, Kuma was? Was sagt er gleich, ne? Kuma, Kuma. Kuma ist ja Bär. Der Honig weiß ich jetzt nicht. Das ist das, wo du kein alles warum? Ich sag mal so, mich stützt überhaupt nicht halt, wenn sag ich mal, du mit Level 50 durchspielen kannst, kannst du auch Level 200 sein. Nein. Manchen Leuten macht es ja wirklich Spaß, halt einfach zu leveln. Also mir macht es auch Spaß. Ich würde jetzt nicht sonderlich overleveln, außer es macht wirklich Fun oder ich habe irgendwelche Skill Points, die ich noch verteilen kann oder sowas. Ich schon auf sowas zugreifen. Oh. Ich bin nicht mehr an die Entscheidung. Ja, es gab hier aber auch bei Last Hope das ja irgendwie auch 5-6 Schwierigkeitsgrade. Also war nicht so, dass du mich, sag ich mal, hier sehr schwer machen konntest, wenn du wolltest. Naja, so, ne, das ja, das Spiel hatte ganz, ganz komische Schwierigkeitsgrade.
Mit Herausforderungen. Ja, ich erinnere mich. ダメな時は嫌な時は。はい。なんですか。なんていうのかな。グマの反対でマグかな。ちゃんと勉強したいんだ。グマについて。じゃあ、ちょっと下から降りて。マグ。発音練習も大事。グマ。はい、じゃん。Ja, ich finde es gar nicht schlecht, dass man hier auch nochmal zurück kann. Später. Noch so Sachen noch freischalten kann. Wenn es halt sich lohnt. Wäre halt doof. Wäre halt blöd, wenn es sich nicht lohnen würde. Und man irgendwie hier später zurückkommt und die alte Sachen. Da bin ich verlaufen. Zauberer ist immer genau da, wo er sein will. Okay. Wir sind wieder in einem höheren Gebiet, aber ich hoffe nicht so mega hoch. Aber sowas habe ich tatsächlich extrem viel Lust. Nein! Nicht blocken. Oh, nicht blocken. Lass mich doch einfach dahin. Macht doch gar nichts. Ich will doch nur spielen. Geh doch los. Also was mag ich ja, wenn man so ein bisschen Movement hat, damit man gehen kann. Ja, hochkomme. Dass es keinen Fallschaden gibt. Das wäre sonst jetzt sehr schade gewesen. Für meine Überlebensplanung. Kiste oder so, ich kann noch nicht ran. Also irgendwie ein besonderer Gegenstand oder. Genau. Ah. Ein Engelskelch. So, wie sieht die Karte aus? Also ich kann hier unten, also oben können wir nicht weiter, aber unten rechts könnte ich hier weiterlaufen. Noch Honig. Ganz coolen Kram bei dem Mäusebär, keine Ahnung wie der heißt, aber den wollte ich auf jeden Fall holen, den Kram hier alles mitnehmen wir können. Ja, erstmal hoch, ne, wir müssen ja eh lang. Morayo,
bauen. Der Door haben. Alles kaputt machen. Nee, das sind noch nicht permanente Dinger. Das ist viel. Ah, okay, das sind, das kann man ausrüsten. Ja, ganz ehrlich. Das soll lieber. Das finde ich cool, das mag ich. Bisschen individualisieren kann. Nicht immer so 0 auf 15 halt, aber hast immer dieselbe Ausrüstung. Jeder Charakter kann irgendwie dasselbe. Also jeder steigt gleich auf, jeder hat zwar hier ein paar Fähigkeiten anders, aber ne, ich finde, umso mehr du individualisieren kannst vom Charakter und den, sag ich mal, ein Bild geben kannst, umso besser ist es ja. Also mit Bild meine ich nicht Bild, sondern eine bestimmte Kombination an Fähigkeiten und Ausrüstung und so. Vielleicht mal in seiner Rolle als Tank oder Schatten Damage Dealer halt das zu machen. Das mag ich ganz gerne, wenn man da mehrere Möglichkeiten hat. Ich würde kritische Trefferchance 20% erhöhen. Wird mein Ziel, die einen Level 51 kurz ins Weg zu quatschen. Ich würde es nicht helfen. Der kleine Rätselkeks. Nessie ist auch so ein kleiner Rätselkeks. Und wieder so Sachen wie jetzt halt so Nikotaler sammeln, in den Bärenhonig sammeln, wenn ihr rumlaufen kann, verschiedene Sachen zusammensammelt und dadurch dann irgendwie richtig viele Sachen kaufen kann. Das finde ich auch gut, dass es sich halt lohnt, in der Open World rumzulaufen. Oder Open Schlauch. Wenn man das nennen will. Dass man einen Grund hat, hier rumzulaufen, zu erforschen, zu gucken. Und das so. Mehrfach herzukommen. Na, guck mal. Motiviert mich dann eher zum Erforschen. Weiß ich, hab davon irgendwas. Nicht nur, ja, du kriegst halt eine Kiste mehr. Wow. Und ich weiß, hey, du kannst hier, ne, Bärenhonig sammeln nebenbei. Da kriegst du permanent Upgrades. Also, du kannst hier die komischen Taler sammeln, das kannst du die Gegenstände tauschen. Das motiviert mich schon. Ich weiß, dass ich mehr für mehr Sachen gleichzeitig was tue. Ich sage, dass das Spieler einen motivieren müssen, um weiterzumachen. Ja, anregen zum Erforschen, zum Durchsuchen. Da bin ich mal ein großer Fan von. Das hat das Spiel auf jeden Fall zu tun. Hier haben wir jetzt alles. Den Schweifpunkt habe ich aktiviert. Umamitsu. Das war eigentlich das noch welcher. Oder catch them all. Ja. Du
schätzen. Noch einer, noch einer. Achso, das ist derselbe. Hab ich Platz gemacht. Das sind alle. Nun. Oh, okay. Da muss auch noch irgendwas. Oh, oh. Hina, chotto tomatte. Asoko. Mamono wa taksan. Hanto da ne. Wie sind denn nicht aufgefallen? Hängen mitten auf der Straße rum. Handel mit Drogen oder so. Die sagen, wir sind ja aufgefallen. ドキドキしてきたよ。魂の守り人って責任重大だな。大丈夫。バルがいっぱい訓練してるの見てきたもの。この調子でマナの木までお願いね、守り人様。任せてよ。Ja, finde ich auch eigentlich immer gar nicht schlecht. Im Endeffekt finde ich mal gut.Kopiert oder sich Sachen rausgesucht, finde ich immer ganz nett. Hier kann ich da oben irgendwo hin? Warte. Yeah. Oh Gott. Okay, ich muss echt aufpassen, ne? Bin immer kurz vor irgendwie wie hängen bleiben und nie wieder rauskommen. Hab ich gerade hin teleportiert? Ja auch, sage ich ja auch mal wieder, kannst halt einfach nicht alles das Rad neu erfinden mehr, dafür gibt es einfach schon viel zu viel. Kannst halt Sachen dir abgucken, kannst sie nochmal verbessern, ein bisschen weiter ausreifen, aber im Endeffekt kannst halt einfach nicht von null irgendwas machen. Da gibt es einfach viel zu viel Filme, Spiele, Serien, alles mögliche, wo man irgendwas mal gesehen hat, was deine eigenen Vorstellungen ja auch lenkt in irgendeiner Form. Also selbst wenn es nicht offensichtlich ist, aber man lässt sich ja dauerhaft irgendwas inspirieren. Und irgendwann auch schon mal gesehen hat. War gerade oben wie so ein kleiner Boss.
Okay, die gibt es auch immer, diesen Kristall. Was wird's Kraft runter? Mit Stärke. Wäre für Auto-Tags auch wichtig, ne? Ja, ich mag so eine kleine Tisch, aber wenn jetzt nicht sonderlich schwer sind. が強くなったね。ロングレンが近いみたい。風の巫女には誰が選ばれたんだろう。どんな人か楽しみだな。Der Flüsterpfad。ヒナの言う通り、全然ティアナとは違うね。風がひんやりして、服の中を通り抜けるのを感じるよ。結構高いと。Was nicht da, wo wir schon durch sind. Hier ist das. Mal gucken. Der Kapuzenradl. Oh Gott, sieht der Peitsche, sieht der Peitsche. Den Kapuzenrodel. Der Mümmler. Ich baue dafür die Winddings, ne? Damit die höher kommen. Warte. Was macht er? Klar? Ah!
heilen. Ah! Da, da, da. Das war okay. Ach, guck mal. Das Ding bleibt sogar aktiv. Also in dem Kampf, wo man gerade ist, hat man trotzdem dann 100% Boni. Das heißt, man muss den Kampf nicht vorbeendet haben. Das ist zumindest nett. Das ist eine Truhe. Da kann man noch lang. Reinlassen würden, wäre ich ja entzückt. Ja. Aber leider blocken die mich. Kannst ja verstehen, aber. Also die lassen mir ja die einen Level 51er, also. Aber zumindest etwas, worauf ich mich noch freuen kann. Nee, die ist bestimmt. Mal gucken mal. Die sich vielleicht ein bisschen wieder ein bisschen heiz wie. Er schont sich ein bisschen und chillt. Oh. Ja, das ist immer blöd, noch Samstagabend noch mal raus zu müssen. Noch ist ja noch so der Start hiervon. Ich finde es natürlich cool, dass du verschiedene Klassen hast und sowas. So, und ich mag eigentlich die beiden hier. Also die Charaktere mochte ich bis jetzt ganz gerne. Den Drachen, also die Drachen, das Drachenmädchen mochte ich gerne. Ganz lustig zu sein. Dann lässt sie es einfach so. Ja, ihr Körper regelt schon. Ihr Körper macht das einfach. Ja.
nach meinem komischen Halsding. Jetzt habe ich Angst vor Halssachen. Halssachen sind echt gefährlich. Mehr richtig essen können und so. Und hier sind Schmerzen. Das war übel. Ich habe ein bisschen mehr Respekt vor sowas. Jetzt fast nicht mehr geschafft. Alles erforscht hier, was es zu erforschen gibt. Oder auch nicht. Zeit, ne? Wir müssen unten ankommen. Okay, dass ich draußen nicht von fremden Autos an. これって精霊器じゃない？私本で見たことあるよ。大昔に女神様が英雄に託した道具なんだって。精霊の力を扱える大切なものらしいけど。いっけねえ、気軽に投げちゃった。よそ者だ。 ひょっとして巫女と森人じゃない？うわ、もう来ちゃったんだ。私は火の巫女で、この人は魂の森人だよ。これって君たちのだよね。大事なものなんでしょ？どうしよう、勝手に持ち出したことまでよそ者にバレちゃった。そうだ、このジンブーメラン、森人さんから村長に返しといてよ。 森人なら村長も怒れないもんね。投げて遊んでもいいから、あとよろしく。投げて遊んでもいいってさ。ロングレンに着いたら真っ先に返しに行かなきゃね。そうみたい。風の巫女と会うのはその後だね。 女神様が英雄に託した道具か。大切にしまっておこうね。Kann ich jetzt benutzen? Oder muss ich ja trotzdem jetzt. Ich sie offiziell noch nicht besitze. Da, guck mal. Okay, kann ich noch nicht benutzen. Okay. Weg, weg. の力さ、もらうよ。
スゲット。よし、だぜ、集めたぜ。Okay, ich weiß nicht, was man braucht, aber... Ah. Ja, dann mache ich immer die Tastenbewegung nicht. ジンブーメランのジンって大精霊の名前？そうね。風の大精霊ジンのことだと思う。勝手に精霊気を使ったらジンも怒るんじゃないかな。大精霊は自然そのもの。女神の使いにして傍観者。人を見守れど手は貸さず。Also Taste vom Springen und das ist ein Tor auf, also dann ist es dort wo stehst. Dann nimmt die nicht sofort. Dann springst du stattdessen wird sie auf zum Das ist kleinere Sache. Das mache ich zum Beispiel. Aber in den Topf rein. Jo, ich mach's ein bisschen. Man kann natürlich nur einen Sechster von allen haben. Also noch keinen gedoppelt bekommen. Von den Mini-Bossen von wie immer. Den. Kumamitsu. Kumamitsu. Nee. Wie Level 50, oder? Ah, jetzt bin ich schon Level 6. Special. Genau, ich nochmal hier aus speichere und dann. Ah, Level 3, okay. Ich wollte schon mich langsam anpushen. Ich dachte, Aua. Blubstrahl. Okay. Ich bin unten noch weiter, richtig? Ja. Warum geht's da? Habe ich wahrscheinlich auch gleich geblockt. Ja? Okay, ich nehme. Okay. Gucken wir uns das mal an hier. Peaks des Todes. Kann ich mich dahin schleichen? Nicht hoch, bevor sie mich bemerken. Wow.
Wow, ich wurde hier für 80 Gold wurde ich hergelockt. Da ist jetzt irgendwas Heftiges drin, ne? Aber ne. Ein Rotzgegenstand. Oh. Erstmal schnell speichern. Kannst du gleich irgendwo aus dem reinrennen. Übrigens Level 50 Gegner. Ist auch cool. Level, ja, Level 6, Level 5, Level 3, Level 50. Kann man natürlich machen. Diese leichte Höhe. Kein Problem. Meck. Wo da hinten ist noch Umamitsu? War was? Nichts Spektakuläres, aber ein paar Gegenstände. Dann kann man noch höher springen. Da? Nicht. Also ja, da ist irgendwas, aber wo ich jetzt rankommen könnte. Da oben ist die Truhe. Ja, Seite lang. Schwierig, ne? Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Muss ich denn nur holen? Wir versuchen ranzukommen, ne? Ich mag ja dieses, wie gesagt, ich mag das Movement und ich das irgendwie ausnutzen kann. Und irgendwo hochzukommen. In eine krasse Truhe zu kommen, wo noch keiner vor mir ist. Genau. Ja, okay, ich komme da hoch. Also ich hier aber das Drachenschwert plus 8. Hm. Das ist ein Gegenstand. Also eine Fähigkeit. Oh, das finde ich cool. Okay. Wie gut ist die? Ist jetzt hier sowas geheim mit Supertechnik freigeschaltet. Okay. Warte, wir gucken uns mal Stricken an. Ausrüstung. Kraft 100, was links hier? Gleich ist mit Feuerball. 80. Okay, das heißt, die Stärke ist nicht mega stark.
definitiv besser. Warte, möchte runter? Da oben auch lang. Ja, machen wir das doch mal. Finde ich ganz cool. Okay, ne, fehlen eigentlich jetzt nicht, dass ich es jetzt unbedingt haben wollte, aber. Da liegt der hinter. Ja, da oben, ne? Pizzy Boys. Hier ist aber keine Special Gegner. Jetzt da nochmal gucken, weil da wurde ich ja von der anderen Seite quasi geblockt. Ich wollte Shuriken ausprobieren. Das war's? Okay. Also nochmal einen Schaden mehr Schaden mit meinem Shuriken. Ah ja. Dann. Definitiv wieder das andere. Ich glaube, brauche ich gerade 1000 XP jetzt für den Level Up. Over the bridge. Oh, gut, jetzt haben wir Crit. Komm ganz schön auf voll. Dann habe ich jetzt. Von allem mehr als. Doch, hier, guck. Man kann mehr als einen Senkkristall haben. Ja, von der Seite und von der anderen Seite wurde ich geblockt. Ich keine Ahnung, es kann sein, dass ich geblockt wurde, dass ich nicht geblockt wurde, ich einfach woanders lang bin. Ich kann jetzt so genau sagen. Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt nicht vergessen hätten, das auf der anderen Seite auch zu machen. Das ist auch Level 3. Also
Kann so sein, dass ich einfach woanders lang gegangen bin. Doch, ich wollte das. Doch, klar. Ich wollte zuerst lang, weil ich dachte, nee. Muss ich da jetzt weitergehen? Aber ich habe gespeichert, ne? Zur Not lade ich einfach. Sollte ich jetzt gleich nicht wieder zurückgehen können. Oder nimm halt Dings hier. Lade einfach nimm Schnellreisepunkt. Ja, sowas sollte man nicht machen. Dann so ein Punkt, wo so ein bisschen rumtrickst, musst du halt dann sagen, ja, hier machen wir so ein bisschen Gold rein. Gold scheint jetzt echt nicht das Thema zu sein im Spiel. Stand jetzt. Ich würde sagen, hey, du kommst da oben ein bisschen schwierig, dann gib einfach irgendeinen Gegenstand. Das ist nicht so komisch vorkommen. Was Spielstände erstmal machen. Wie gesagt, auch nur kein Meckern, auch nur so. Das hat sich dir jetzt gar nicht gelohnt. Ey, war so schön wie ein Schaden. Hey, er hat Schaden bekommen, ne? Ich möchte mal sagen, er hat Schaden bekommen. Er hat nicht viel Schaden bekommen, aber ich sehe, dass seine Leiste runtergeht. Da ist noch so Level 10 oder sowas, um den Typen umzuholzen. Ich sehe, dass der HP-Balken sich bewegt. Karina gar nicht. Anders. Wie schon Ausrüstung für Menschen, die ich hab. Was ist das da? Ja? Ich hab das noch überlebt. Hier waren wir noch nicht drauf, weil Bärenhonig. Zack. Zack. Was? Zack. Okay, so, aber da sind auch noch Sachen, ne? Da oben kann man auch noch hoch. So, oh, da liegt was, das ist was Großes. Okay, da hoch. Ja, das ist nicht direkt hoch. So weit. Da kommst du auch auf jeden Fall nicht. Dann nehme ich vielleicht diesen Part hier oben mit. Schwierig. Auch nicht okay, das heißt, wir müssen hier gucken. Altaria ist schon was gut. Das ist eine Barriere, da komme ich nicht direkt hoch. Ich meine nicht, ne?
Da sehe ich einen Weg, den ich vielleicht gehen könnte. Wenn mich hier drauf lässt. Ja, das sag ich dir, Mann. Also, du hörst nie auf mich. Sagst man, nee, ich will nicht. Und das hier trinkt doch ein bisschen mehr. Nein. Das könnte ja auch mal sein. Ich scheine da jetzt. Und jetzt, oh, wo kann ich wieder raus? Oh Gott. Nee, nee, alles gut, Kollege. Ich hab gerade gesehen, dass ihr halt Level 52 seid. Hätte doch kein Interesse gehabt. Ja, gestern war es ja wieder kühler, heute war es ja wieder so mittelmäßig. Geht die ganze Zeit hier so. Der Rotz. Wir können nur drumherum laufen. Wenn ja, alles gut, komm weg. Ich würde mal gucken, ob ich irgendwo hoch kann. Diesen Weg sehe ich momentan noch nicht. Ah. Gut, haben wir eigentlich alles abgegraben, aber da hinten ist noch was. So, dann können wir mal jetzt unseren Schnellreisepunkt nutzen. Mal austesten hier. Und dann sehe ich noch was. Kacke. Ja. Ja. Ab in den Norden. Jetzt genau sowas, so kleine Passagen und so rüberspringen kann, rüber dashen. Weiß nicht, wo ich wieder. Ist nett. Das gab ja schon Sachen, die ein bisschen besser verschickt waren. Oh, was cooles war. Kommst du her? Ina. Ja, teleportieren. Okay, dann haben wir hier die Karte auch alles abgerast. Jetzt kein Bärenhonig. So ein Gegenstand. Bitte, was ist das? Bonus. Ja, okay. 45. Ah, gut, immerhin. よし。手加減無用だよ。どんどん行くよ。次で最後だ。
Weg. Die ist ja kein direkter風の谷の名前通りだ。でもなんだかちょっと風が悲しんでいるような気がする。まずは精霊器を村長さんに返さないと。それから風の巫女だね。ドラゴン族の人はとても長生きって。もしかしたら風の巫女はすごいおじいさんだったりして。その時は背負ってでも送り届けなきゃ。それでこそ森人様。よし、はっ、はっ、はっ、どれどれ役立てさせてもらうよ。Will die ganzen Kunde ablaufen erstmal.Ich hab ein Schwert bekommen, ne? Dankeschön für den Follow. Für das Abo natürlich. Follow. Mika, Dankeschön. Sie ist kein direkter Charakter. Also spielbarer Charakter. Wir kriegen erst noch.Wir kriegen vier Teammitglieder insgesamt, die wir auch selber spielen können. Aber sie ist immer nur da zum Heilen und mal so einen Buff geben oder sowas. Also zumindest das, was ich in der Demo gesehen habe. Hatten wir drei, waren wir mit zwei anderen noch unterwegs. Und die konnte man auch selber steuern und selber spielen und ausrüsten und so weiter. Und sie ist halt anscheinend immer nur so mitbringen sind erstmal. Kann natürlich sein, dass sich das irgendwann mal ändert.Irgendwann eine aktive Rolle im Team einnimmt oder so, ist jetzt wirklich nur Heilerin und mal einen Buff raushauen. Sonst macht sie momentan nichts. Das Lufti! Da haust du auf Mana. Ja. Ach stimmt, ich kann ja keine Doppelsprünge hier machen im Dorf, ne? Komm ich da oben ran. Den hier da.Ich muss ihn gleich finden. Also vielleicht kommt gleich die Quest. Ja, finde mal Luft, der hängt hier irgendwo ab. Dann weiß ich schon, wo er ist. Ich dachte wahrscheinlich auch, Doppelsprung für ein Dorf ist zu gefährlich. Wir müssen diese krasse Fähigkeiten nerven. Mehr Bärenhonig.Und die erste finde ich richtig cool, das ist so ein Drachenmädchen. Die war schön lustig zu sein. Oh Gott, okay, nicht reinfahren. Nicht rein. Oben lang? Nicht, dass hier alles kaputt geht.
Genau, die Frage ist halt, ich weiß nicht, ob sie überhaupt mal eine aktive Rolle, also ich sag mal, bei der Demo bist du schon ein bisschen weiter und spielst da. Wie gesagt, wo du schon ein Team aus drei Leuten, also aus drei spielbaren Charakteren hast und sie halt. Also ich weiß halt nicht, vielleicht machen die so irgendwie so einen Move, dass sie halt irgendwann eine Fähigkeit kriegt oder irgendwas krasses. Dass sie dann, dass sie mitkämpft, aber jetzt ist sie momentan halt einfach nur das Mitbringsel, was heilt. Also quasi Sakura. Die Stimme passt nicht zum Typen. Also der hier, das habe ich schon mal gesehen. Und der hat eine viel zu erwachsene Stimme. Also warte mal, warte. Das nicht. Also kaum, warum auch? Vielleicht mit Original. Also außer ich, also das habe ich mir original geholt, aber nur um Sammler zu verkaufen. Also wenn ich durch bin, würde es keinen wieder Spielwert haben. Also warum auch? Ich finde mich keinen logischen Grund, warum ich Sachen physikalisch haben muss. Oder außer sie zu verkaufen. Das wäre so der einzige Grund, wo ich sagen würde, ja, das macht Sinn. Das wollte ich mir als Dings holen. Nicht so völlig so. Leidenschaft. Die Spiele an sich sind meine Leidenschaft, nicht das Sammeln. Das Spiel spielen kann, das ist meine Leidenschaft schon völlig durch. Alles zu sammeln ist für mich halt so, ist halt für mich Staubfänger, ist halt für mich kein materielle Sachen insgesamt für mich nicht so viel. Also ich mag Sachen haben, aber ich muss sie nicht haben. Ich muss sie nicht, also nicht zum Hinstellen. Ich hab hier so ein paar Figuren an der Wand, aber sonst. Das sind eher so Collector's Editions gewesen, wo ich die Sachen cool fand. Und da würde ich sagen, ja, das ist okay. Darüber hinaus so Originalspiele alles holen. Deshalb mache ich so Spiele, also wenn irgendwas Neues rauskommt, mache ich so sofort zu spielen. Es kommt irgendein geiles Spiel raus, will ich hier sofort, wenn ich kann, um 0 Uhr zocken. Also wenn ein Spiel rauskommt, was ich unbedingt spielen wollte, dann entweder früh schlafen gehen, früh aufstehen, früh spielen. Und die liefern ja leider alles wo ich was bekommen kann, liefern die immer erst an dem Tag, im Laufe des Tages, wenn überhaupt. Und hatte ich schon manchmal ganz schön viel Pech halt, dass ich dann auch mal gerne erst am zweiten Tag das Spiel spielen konnte. Dann, das ist für mich schon wieder ein nicht gut. あの子らはビシッと叱っておきますわい。改めて風の谷ロングレンへようこそ。風の巫女はどちらにいらっしゃいますか？それが風の巫女じゃが、まだフェアリー様を呼べておらず。え？じゃあ巫女もまだ決まってないんですか？ロングレンでは風のカンナギが風染めを行いフェアリー様を迎える習わしになっておる。しかし今回はなかなかうまくいかなくてのカリナは風のカンナギの中でも稀に見る才能の持ち主じゃったがやはりカリナの風染めでないとダメなんじゃろうか。だもし。わしらの言葉はあやつにはもう届かん。どんなに言っても親に怒られてもそんな気になったらやるわの一点張りでの。だがとうとう森人が来る時期となってしまった。ここは一つあなたがカリナを説得してくださらんか。え？僕が？
よそから踏むのは物事を動かすこともあるでしょう。なんだったら精霊機でガツンとしてもらっても構いません。あ、グハッ。Im Prinzip sagt er, schmeiß ihr mal den Boomerang in den Kopf. Das ist nicht so wichtig. Hallo. Nani hito no koto jiro jiro miterun? Yoso kara kita gyoushou nin ka? Oshiuri nara okotowari ya.あなたが風のカンナギのカリナさんだよね。私はヒノミコのヒナ。それでこっちが魂の森人のバルだよ。よろしくね。ミコの一行がうちに何の用や。風染めしろって言うように村長に頼まれた。その通りだよ。ティアナはお祭りのかがり火でフェアリーを呼ぶんだけど、ロングレンは風染めで呼ぶんだよね。automatisch, weil immer wenn du irgendwo bist, wo das Spiel auch ist, dann sammelst du automatisch Geld. でも、フェアリーを呼ばないと、風の巫女も指名してもらえないよね。ロングレンや世界のためにも、カリナさんに風染めをやってほしいな。Wenn du auf Kanal gehst, dann hast du so ein kleines Panel, wo du gucken kannst, was du hast. Also wenn du hier oben bei mir auf Kanal gehst, da wo bei mir auch steht halt, ne, bla bla bla, über mich, Regeln, Ziele und so weiter, dann hast du da so ein kleines Fenster. Also direkt auf Kanal bei mir gehen und dann kannst du unten runter scrollen. Hina, 探しに行ってみよう。もう村中を探してるなら村の外かな。Ich habe gerade das Ticket, ich muss hier mal gucken. Das nochmal. Hä? Also ich guck's auf dem Handy. Ich weiß halt nicht, wie es auf dem Handy aussieht. Also ich kann es vielleicht besser erklären, wo das ist auf dem Handy oder Dings halt, aber auf dem PC ist. Oben auf mein, also auf den Namen gehen. Achso, ja, da muss jetzt Nessie sein. Dann weiß das vielleicht. Weil der Handy kriegt so gut wie gar nichts. So, ich will gerade echt ein goldenes Ticket wollte ich machen. Ticket. Okay. Ticket. Wow, da war Geld drin. Liebe das. Jetzt wieder auf meinen. Da. Okay. Hat sich schon mal richtig gelohnt hier. Freut mich. Nicht. Ja, im Inventar siehst du dann, ob du ein Ticket hast oder nicht. Was soll sie jetzt? Ich soll was machen. Ich habe nur gerade im Inventar gesehen von dem Spiel, dass ich ein goldenes Ticket habe. Da kannst du halt seltene Pokémon kriegen, halt irgendwelche Form oder Legendaries. Oder du kriegst halt irgendeinen Gegenstand oder Geld. Also lame Kram quasi. Ja, das ist nicht unbedingt das, was man haben möchte daraus. Oder so ein Pokéball oder. Das sind leider die ganz schlechten Sachen. Du kannst aber sowas einklicken, zum Beispiel. Pokepass. Du zum Beispiel schon, wie viel Geld du hast.
Oder Pokédex. Ah, guck mal. Da hinten war der, ne? Dann oben auf der Karte. Da kannst du dann auch mit, gegen andere Spieler spielen, kannst ein Team zusammenstellen. Und kannst gegen andere Trainer spielen. Es machen und sowas. Hallo, wer bist du? Ja, auch reich. Ja, 44。こんにちは。あなたたちは？僕は魂の森人のバル。こっちは火の巫女のヒナだよ。バル君、ヒナさん、はじめまして。僕はロングレンで語り部をしている、シリュウです。 村の外まで出て何をしていたんですか？風車の点検をしていたんだ。風の巫女が決まっていないからか、風も荒れっぱなしでね。僕たち、カリナに頼まれて君を探しに来たんだ。そしたら風染めをやってくれるって。本当に？風染めをする気になってくれたんだ。風染めってそんなに難しいことなの？うん、やるだけなら誰でもできるよ。 谷を流れる風に布を流して色をつけるんだ。フェアリーを呼べるかどうかはまた別の話だけどね。カリナが染めたらきっとすぐにフェアリーも来るだろうにな。どうして森木じゃないんだろう。カリナは風の巫女に選ばれたいんだよ。でも村中の人がカリナは巫女になれないって思ってる。それなのに 風染めではカリナの腕ばかりを頼って、みんながこんな調子だからフェアリー様が来てくれないのかも。カリナさんが巫女に選ばれないってどうして？え、まずモバ？喧嘩を売っちゃったとか？面白いこと言うね。いくらカリナでもそこまではしないよ。まあいろいろあるけど、うちの村の問題だからカリナだって村が滅んでいいわけじゃないはずだ。 森人が来たことでやっと思い越しを上げる気になったかな。ひとまず僕は先に戻っているね。声をかけに来てくれてありがとう。ゲネシ、イリオ。どこだ、ゴ、ガダゴ、フェアスピーク。 Boah, haben wir eigentlich den Segen des Feuers nicht bekommen? Wir eigentlich so eine Lappen. Bären ohne dich. Dakara! So eine Wunde, du hast ja nicht mehr so viel zu tun. Du hast ja nicht mehr それに、もうティアナから迎えが来たって話やないの。いや、天気じゃつふんや。あいおかぜのみこを指名してもらうなあかんってわかるやろ。村のみんなも、カリアの気まぐれに迷惑しとるんや。そこまで言うなら自分らがやったらええやん。なんでうちだけ風染めしろって怒られなあかんの。みこになれるわけあらへんって、さんざんみんなで言っときながら、そんなんでよっしゃフェアリー呼んだるなんて思えんわ。 お前それ、すねてるだけやないか。すねてるって。あって、うちは巫女になって世界を。カリナ、うちらも残念に思っとるんやで。我が家から風の巫女が選ばれたのはもう何代も前のことや。飛び切り風を読むのがうまいカリナならって思うとったけど、 あの時に社で無茶したから。うるさい。うちはあの子と後悔してへん。もう説教は十分や。まったくあの子ってば。風のカンナギの自覚があるのかしら。無理やりさせてもフェアリーは来へんからな。シリュウ君が何とか説得してくれへんかな。はあ。
Luft die gerade gesehen. Er war hier irgendwo. Oder sie? Nee, war er. Arena. Was geht, Karina? Bist du mit mir da? Bei uns am Windgeweihter, wo wir... それじゃ約束通り、風染めをやってくれる？ああ、風染めやるなんて約束してへんし。それより、シリュウとお話しする。邪魔せんといて。そんな話が違うじゃないか。それにミコが選ばれなかったら、ロングレンは。そうだよ、カリナ。風の巫女を選ばないと、村に災いが起きるよ。風は荒れ狂い。 翼あるものは地に落ちる。そんなん古い言い伝えやん。ここはずっと風強いし、ドラゴン族はそら飛べるわけやあらへんし。お。僕たちは平気でも、ラムコが地に落ちちゃうかもしれないよ。ラムコ？ でも風染めなんて誰がやってもエモいやし。村人総出でうちにお願いでもせんとやる気にならへんわ。頑張ってフェアリー呼んだとこでうちが巫女になれるわけやないし。そうだ、バル君が風染めをしてみたらどうかな。え、僕が？何？風染めは誰がやってもいいものだからさ。 よそから吹く風が物事を動かすことだってあるだろ。何し、あ、バイト。似たようなことを村長さんも言ってたね。ほんならせいぜい頑張って。うちはここでシリュウとおしゃべり楽しんどくわ。本当にシリュウさんと仲がいいんだね。はよ行きや。風染めばならちょっと登ったとこにあんで。はいはい。 できるかな。なんとか呼べるといいけど。バルがダメだったら、私やってみたい。よし。Ja, also Nebenaufträge will ich nicht wissen. Also Hauptstory gerne, aber hier irgendwelche kleinen Mini-Quests. Rüsterfahrt, okay, alles da in einem anderen Gebiet von innen. Ja, da waren wir doch. Da waren auch die Level 50 Gegner. Ja, kann ich auch sagen. Weißt du schon, wo das ist? Das war Tipp. War eine Weltkarte. Raus. Ne, kann ich nicht auf der Karte aussuchen. Ja, ich weiß aber schon, was es ist. War die eine Ecke, wo ich hingelaufen bin. Ah, hohe Charaktere waren und so. Der Gegner. Wo dann auch der Dings war. Du hast die andere Ecke. Wo die andere Ruine war.
Ja, damit können wir das bei der komischen Maus da. Und noch einmal. Vielleicht habe ich sie jetzt so, nicht runterzufallen. Aber wir gehen da lang. Ganz vorsichtig. Hallo, ah. Das mache ich immer, dann würden die gleiche Taste für Reden aufwischen. Ich muss. Das ist Lufti. Lufti aus Secret of Mana. Das sieht genauso aus. Und letztes Mal nachgestört, als ich ihn in der Demo gesehen habe. Hallo? Siriu to oshaberi shiteru n janakatta no? Anna hentekō na ugoki, tōku kara miteru no mottai nai shi na. Kannagi ni naritate demo mou chūi jōzu ni yaren de. Omoroi mon misete morata wa. Ja, tsugi wa Hina-san ga yatte mitara dou kana? Watashi mo yatte ii no? Demo kono ko Hinomiko ya de. Mit Feuer und Wind geweiht. Hinomiko ga Fairy o yobetara. すごいことだよね。その時は僕が語り部として末永く語り継ぐよ。そんなんずるい。分かった。私がロングレンに新しい風を呼んでみる。見ててね、シリウさん。そしてわかんないデザイン。待って待って。うちがやる。気がかわった。ツンデレ。うちがこの村一番の風染めの腕を見せたるわ。 Jetzt klatscht sie weg. Klatscht sie weg. Fairy-sama. Ein Fairy-sama. Später schon.
うちの夢を知っときながら。みんなして翼を片方なくしたうちは巫女に選ばれへんって言うねん。翼がないと風を感じる力が減るってことらしい。風のカンナギたちも村長も教神でさえもうちが誰よりも風がわかるって知ってるくせに信じてくれへん。巫女を諦めきれんうちを笑わんかったのはシリュウとラムコだけやった。まさかシリュウが巫女そのものを軽く見てたなんて。もう愛想ついてわ。いやー、absolviert。ペアリー様、え、うちが巫女になる。シリュウの代わりにうちがお役目を果たします。風の巫女に指名してください。私だけで巫女を決めることはないわ。必ず大精霊にお伺いを立てているの。あなたがさっき布をなびかせた時、風がとても喜んでいた。あなたなら風の大精霊ジンも認めてくれるはず。フェアリー様にそう言われたら自信つくわ。すぐにでもお伺い立てに行かんと。ジンってどこにいるんだい。風の生まれる山、風羅山や。二人も一緒に来てくれるやんな。森人なら巫女候補のうちも護衛の対象ってことでいいやんな。OK、シェフ。もちろん。みんなで風羅山へ行こう。エリナ様。あ、ラムコ。ごめん、二人とも風羅山に行く前に。ラムコに謝ってくれ。どうぞ、どうぞ。最近全然かまってなかったから。もし巫女に選ばれたらラムコともこれっきりになってまう。ラムコに謝りたい。一緒に探して。ラムコ、ぜひ。どうぞ。Jetzt wird irgendwann spielen müssen, irgendwann. Aber da ich gelesen habe, dass es kein Souls-like ist und deswegen war ich so, war Action-Rollenspiel okay, ist ganz cool. Dann hatte ich eigentlich Sachen zu spielen. Ja, tatsächlich auch. Ich habe auch gesehen, dass es echt richtig geworden ist. Ich werde es auch jetzt irgendwann spielen, weil ich komme da nicht drum herum. Und es soll ja tatsächlich auch schwer sein. Auch wenn es kein Souls-like im normalen, traditionellen Sinne ist. Aber so ja echt. Ja. Ramuko. Oh, der Herausforderung. Uchi, hidoi koto shita. Shiryu to bakka hanashitete, gomen na. Kekkyoku, uchi no koto o wakatte kureru no wa Ramuko dake yatta. Kore kara巫女になるためにジンに会ってくる。ラムコ、お別れや。あんたは風の社へ帰り。Ja, dann war ich, das habe ich auch mitgekriegt, dass das anscheinend schwer, trotzdem schwer ist. 風の社はあっちや。忘れたんか？一緒に。一緒に来てくれる？ほな、行こう。Ich würde aber für heute schon Feierabend machen. So, aber das guck ich mir erstmal noch an.So, weil.Ich glaube, in der Demo habe ich auch mit ihr gespielt. Wir machen mal. Mal ein bisschen.Was ist jetzt? Hast du euch Zimmer? Ah, okay, habe ich nicht.Ja, Dragon Quest wäre auch sehr schön, das stimmt. Wenn da wieder was Neues kommen würde. Ich hole mir das Dragon Quest 2,5 HD. Ach, keine Ahnung. Blablabla. Würde ich mir eigentlich machen.
Minus Magieangriff, also für Verteidigung. Erfüllung. Ja, genau. Elf hatte ich gespielt, ja. Das war der letzte Teil mit dem, mit dem Trunks-Verschnitt, ne? Da aussah. Das war der letzte, der rausgekommen ist, ne? Für PS4 und 5. Ja, genau, das hatte ich gespielt. Andere war, glaube ich, dann online. Da hatte ich davor, habe ich 8 gespielt mit den Super Saiyajins. Auch cool. Wo sich verwandelt haben, was so ein bisschen aussah nach Super Saiyajin Verwandlung. Gut. So, ich mache mal Schluss für heute. Ja, dunkle Prinz war ja ein bisschen anders als die, ja, als die Standardteil. Das war ja hier ein Dings. Ja, aber ich würde sagen, das passt besser, ja. Aber den gab es ja zu der Zeit noch nicht. So, ich mach Schluss für heute. Ich bin morgen gegen 10 wieder da. Ja, von 10 bis 2, dann spiele ich, glaube ich, das Spiel hier weiter. Weil wir jetzt ein bisschen vorankommen. Und dann nachmittags wieder nochmal ab 5:30. 5:30, 6, dann nochmal wieder 3-4 Stunden. Also morgen 2 Sessions. Nacht. Ich Foreshadowing? Achso, du meinst, dass sie das schon vorausgesehen haben, dass es kommt? Dass sie Rose schon vorhergesehen haben? Ja, stimmt. Ja, Sneaker, war sehr schön, dass du wieder reingeschaut hast. Also genau, dass sie die Form schon... Ja, war halt einfach so ein Simpsons-Ding. Wussten halt direkt, der kommt irgendwann. Oder kann natürlich sein, dass es umgekehrt war, ne? Dass sie den Teil gesehen haben und sich inspirieren lassen haben für die Form. So, ich wünsche euch einen schönen Tag. Gute Nacht und bis morgen.